Hallo und damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Train Simulator 2019. Wir befinden uns heute auf der Karte Freiburg-Basel und wir fahren einmal die ICE-Strecke mit dem niegelnagelneuen ICE4. Also neu zum einen im Sinne von, weil der bei der Bahn etwas neuer ist und zum anderen, weil dieses Modell hier im Train Simulator einigermaßen neu ist. So, wir schauen uns den Zug heute mal an. Der hat ein paar Besonderheiten, ist eben nicht nur aus dem Führerhaus eben schön zu bedienen, sondern als besonderes Feature ist der komplette Zug begehbar. Und ich würde sagen, das machen wir gerade, wir schauen uns den Zug mal an. Gibt zweite Klasse Wagen, gibt erste Klasse Wagen und gibt in der Mitte den Anführungsstrichen Speisewagen, das Bordrestaurant und das schauen wir uns auch, würde ich sagen, von Zeit zu Zeit mal an. Wir steigen gerade mal ein. So, das ist jetzt der Einstieg unserer Fünfsicht. Wir haben jetzt in jedem Waggon hier verschiedene Innenansichten, mit denen wir jetzt in uns den Zug anschauen können. Das dürfte jetzt eigentlich der Wagen, warte mal, dann müsste es eigentlich der Wagen direkt hier bei uns am Führerstand sein. Lass mal kurz gucken, wenn ich jetzt mal auf 8 gehe. Ja, Tatsache, guck mal, es ist unser Wagen hier direkt da vorne. Tatsächlich mit Fahrradabteil, okay. Es ist dann hier hinter dieser Tür gefangen. So, sonst man kann da, ja gut, die Richtung ist vielleicht ein bisschen uninteressant. Geh mal in die andere Richtung, entlang des Wagens. Irgendwo war so eine Sicht, fand ich ganz fancy. Okay, was ist denn im anderen Wagen? Müssen wir mal weiter gucken. Gib dir mal die Sicht, da stehst du auf der Toilette. Das fand ich, was ich ganz spannend fand. Wir können jetzt durch den Wagen navigieren mit dem Knopf da unten. Nächstes Schienenfahrzeug, da können wir einmal durchswitchen. Das ist jetzt wieder ein zweiter Klasse Wagen. Nochmal ein zweiter Klasse Wagen, da haben wir ein paar mehr davon. Da dürften die Sichten, denke ich, jetzt mal alle einigermaßen genau so. Da dürften wir ungefähr das Gleiche sehen. In dem Mittelgang. Ach, guck mal hier zum Beispiel, ne? Ja, ist auch mit dabei. So, und jetzt, wo wir eigentlich hin wollten, genau. Ist hier einmal das Bordrestaurant. Ich mache hier mal ganz weg am besten. Guck mal, was hat man denn heute leckere Gernis? Guck mal, für die kleinen Snacks und Kleinigkeiten. Es gibt übrigens auch beim Installer kann man tatsächlich verschiedene Texturen auswählen. Das fand ich ganz cool. Also man konnte eben auswählen, ob wir jetzt High-Texturen außen, innen, also wo der ganze Kram sein soll. Ich habe mich mal aufgrund der doch etwas nicht ganz so unglaublich performanten Strecke, habe ich mir für die niedrigeren Texturen entschieden. Das heißt, das, was Sie hier sehen, ist nicht die High-Textur-Variante. Ich habe auch nicht ganz so viel Grafikspeicher an der Grafikkarte. Von daher, das hier finde ich echt cool. Also die ausmodellierten Tassen, das ist schon, das finde ich cool. Hoffe mal, dass es, wenn der Fahrt auch alle so stehen bleibt. Ich bin mir unsicher, ich glaube nicht, aber ne, man kann ja mal auf. Ach, guck mal. Oh. So, schönen guten Tag, was hätten Sie denn gerne? Cool, nicht schlecht. Oh, so weit habe ich noch gar nicht geguckt. Hier war ich tatsächlich noch gar nicht drin. Okay, das stelle ich mir tatsächlich in der Tat aufwendig vor. Cool, cool. Genau, ansonsten können wir uns noch in die erste Klasse Wagen setzen. Da haben wir hier zum Beispiel mal einen repräsentativ. Eben in der klassischen. Uiuiui, da dreht es immer ganz schön mal was rum. In der klassischen Bestuhlung. Wie wir es eben haben, ja, hier nochmal WC. Waren wir schon mal drin. Zwischenraum. Aber hier sehen wir jetzt noch ein bisschen den Rest. So. Genug rumgedattelt, würde ich sagen, fürs Erste. Jetzt haben wir. Gut, geht aber. Arg viel schneller sind wir in Omsi, wenn wir losfahren, auch nicht. So sind wir bei knapp 4 Minuten, dann können wir mal vorne den Zug ein bisschen fertig machen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gemerkt, was wir machen müssen. Und zwar, wir müssen den Richtungswender natürlich einstellen. Danke. Das war ein bisschen laut. Genau, stören. Wir müssen hier die Federspeicherbremse lösen. Wir müssen diese Bremse lösen und dann müssen wir, wenn wir E gedrückt halten, auf A drücken und dann, genau, können wir quasi beschleunigen. Das wollten wir aber eigentlich noch gar nicht, also ich zumindest noch nicht. Ist mir das gerade aktuell noch nicht so, wie ich das haben wollte. Warte mal, so. Machen wir mal in etwa so. Also, steigen wir nochmal ein. So. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also, was ich noch tun wollte, ist natürlich, weil wir das brauchen, Steuerung Shift A, Steuerung Shift S und Steuerung Shift D. So. Jetzt haben wir unsere ganzen Systeme, die wir haben, an Bord. Und da können wir eigentlich hier mal wieder lösen. Die Bremse ist gelöst. Der Zug spricht gerne mit einem. Das habe ich in der kleinen Testphase, die ich hinter mir habe, habe ich das, wir fahren aber schon, muss ich sagen, richtig rum.
Das habe ich rausgefunden, er spricht ganz gerne mit einem. Also nicht nur SIFA-Zwangsbremsung oder jetzt hier... Zugbeeinflussung. Genau, nicht nur so ein Kram, sondern er spricht auch sonst noch ganz gerne mit einem. Federspeicherbremse und so. Ja, ich bin wie gesagt nicht ganz so der Zugprofi, aber ich hoffe mal, dass wir hier heute einigermaßen durchkommen. Wir fahren über die Schnellfahrstrecke, die haben wir bisher tatsächlich noch nicht... Ja, genau. Ah, genau. Und er spricht auch sehr... langsam und deutlich. Das ist nicht geil. Warte, das habe ich noch eine Sache, die würde ich gerne. So. Jetzt aber. Jetzt können wir alle losfahren. Wunderbar. Also, dann geht's los auf unsere wilde Fahrt. Wir fahren hier tatsächlich über die Schnellfahrstrecke. Wir sind, glaube ich, schon mal ein Regionalzugsszenario gefahren. Da sind wir dann allerdings über die entsprechende Regionalstrecke gefahren. Wir fahren nachher durch den Hochgeschwindigkeitstunnel. Ist, glaube ich, eine Sache. Wie gesagt, kann man mal machen. So. Bevor wir jetzt gleich noch ein kleines. Oh ja, danke. Laut wollte ich gerade sagen. Genau. Danke. Danke. Jetzt kommen wir gleich in den LZB-Bereich. Jetzt können wir von hier nochmal ein bisschen, wie sein jetzt Zug anschauen. Das ist echt. Ich finde es echt schick, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. So, wie gesagt, das sind halt die ganzen Texturen, die nicht ganz so hoch aufgelöst sind, wie es eben möglich ist. Man kann auch verschiedene Fahrer auswählen. Ich habe jetzt mal den Standard drin gelassen. Um einfach mal zu sehen, was es hier so gibt. So, 110 dürfen wir fahren. Das ist natürlich hoch erfreulich. Und ansonsten denke ich und hoffe ich mal, dass wir hier eine einigermaßen stressfreie und ereignislose Fahrt hinter uns bringen. Ja, ereignislos nicht, weil es langweilig ist, sondern weil wir nicht mehr so viel kaputt machen. Das ist, glaube ich, ganz super. So, genau. Den Hebel, den kann man einrasten lassen, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht. Dann muss man ihn wieder mit, also bei gedrückter E-Taste auf A drücken. Steht auch alles im Handbuch drin, ne? Also einfach irgendwie Handbuch lesen, dann passt das eigentlich alles. So, sie war auch nochmal gedrückt. Gucken wir mal. Dann einmal hier, Achtung. Oh, ist das laut. Also, muss sagen, er hat echt ein relativ leises Abrollgeräusch, was es eigentlich erstmal ganz entspannt macht. Gut, so 111 haben wir ja sowieso gerade aktuell. 111, 110 meine ich natürlich. Ach, 120. Wir sollen jetzt ein bisschen langsamer werden. Ich sehe das gar nicht so richtig. Es ist so klein. Ja, ich armer Brillenträger. Das hatte mit zwar nichts zu tun, aber es ist egal. Du bist auch noch da. Dankeschön. Das ist aber ganz angenehm. SIFA, SIFA Zwangsbremsung ist aber immer schon ein bisschen... Na, aber so kommt man da ganz gut mit. So, wir müssen auf 110 runter. Sind ein bisschen drüber... Ja, ist gut, ich hab's verstanden. So, für die Kurve... Oh, 100 runter, okay. In wie viel Kilometern ist es noch ein bisschen? Okay. Das heißt, das ist im Anfangsbereich anscheinend etwas langsamer. Schnellfahrbereich kommt dann später irgendwo im Mittelteil der Strecke. Ich kenne mich ja absolut nicht so gut aus, aber ich denke mal, wir sollten das hier... Dankeschön. Einigermaßen gut vonstatten bekommen. So, kommen wir jetzt hier... Ach nee, ich hätte jetzt hier zurück. So, und dann nochmal entsperren. Na, komm mal hoch. Okay. Das System ist mir noch nie so klar, aber ich hab's irgendwie... Dankeschön. Ich hab's jetzt irgendwie zumindest mal verstanden. So, aber wir dürfen schneller fahren. Das ist ja... Nee, dürfen wir nicht. Nee, wir dürfen nicht wirklich schneller fahren. Muss Gott sagen, zumindest wird es jetzt keinen Sinn machen für die paar Meterchen. Also, warum haben denn unsere 100? Da hat das da irgendeinen... tieferen Sinn wahrscheinlich schon. Ich erkenne ihn nur noch nicht. Ich bin jetzt mal ganz froh, dass es hier erstmal einigermaßen gut läuft. Hier haben wir jetzt unsere 100. Okay. Was haben wir danach? Oh, schon wieder 100 irgendwann. Okay. Ich bin froh, dass es hier einigermaßen läuft mit dem Zug und mit der Strecke und mit allem. Ach genau, jetzt dürfen wir hier einmal... Genau, hier dürfte es der Streckenabzweig sein. Ich erlaube mir mal ganz kurz... Er hat mich jetzt genug angepiept. Ich erlaube mich mal ganz kurz hier... Genau, wir haben aber links die Halte und einmal da. Wir fahren jetzt einmal durch den blitzschnellen Tunnel. So, apropos blitzschneller Tunnel, ne? Blitzschneller Tunnel heißt auch hier einmal aufschalten und ab geht die wilde Fahrt. 250 dürfen wir hier. Kommt dann zwar im späteren Verlauf der Strecke nicht mehr wirklich vor, aber ne, zumindest mal den kleinen Teil können wir mal ein bisschen beschleunigen, so ohne Wenn und Aber. Dann zweigen wir denn da eigentlich ab? Lass mal ganz kurz gucken. So, außen ist auf jeden Fall gut. Oh. Ich muss sagen, gefällt mir auch echt optisch cool von außen her. So, da haben wir jetzt hier die andere Strecke.
vorne dann wahrscheinlich, wenn es in Richtung Berge geht. Ich bin relativ laut außen, aber innen ist es dann nur ganz angenehm. So. Dann wollen wir einmal hier durch und. Ist tatsächlich, ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Aber da wird es auch schon angenehmer. Nicht schlecht. Dann neigen wir uns einmal in die Kurve. Und hier geht dann die Strecke anscheinend. Genau. Hier geht die dann links ab. Da sind wir schon mal gewesen. Und das hier ist jetzt quasi neu. Jetzt hier mit Lärmschutzwänden und so ein Kram. Damit die Leute auch unseren wunderschönen Zug nicht mitbekommen. Das wäre ja, da dürfen die ja nicht. Das darf ja nicht sein. So. 52. Ich hoffe, die erreichen wir noch, bevor wir wieder langsamer fahren müssen. Das wäre ja sonst irgendwie nie wirklich Vorteile. Ah, das kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Wie lange haben wir denn noch? Ach, über 10 Kilometer. Dann ist ja gut. Ja, sorry, dass ich da immer zoomen muss. Kann man da irgendwie, haben wir da? Hier kann ich auch hin. Da kann ich hin. Okay. Gut, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Ich kann hier stehen. Ist zwar noch im Führerraum, aber ist ein bisschen weiter hinten. Na gut, jetzt kommen wir in den Tunnel. So, sitzen vielleicht und bisschen mehr Licht. Dankeschön. Dann haben wir alles. Alles, was wir brauchen, um hier im Tunnel zu bestehen. Der Vorteil an dem Tunnel ist natürlich, man muss nicht so viel nachladen bei der Geschwindigkeit. Das ist jetzt auch das erste Mal Train Simulator, dass ich mit meiner SSD jetzt spiele. Ich denke und hoffe, ich habe jetzt... Danke, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich den Vergleich, weil ich hier noch nicht lang gefahren bin, aber... Es war ja tatsächlich oft das Problem, dass das mit dem Nachladen halt irgendwie nicht so gut klappt und dann ist die Performance während dem Nachladen schlecht. Und ich hoffe, dass das dadurch jetzt alles so ein bisschen smoother nebenher vonstatten geht. Und wenn nicht, dann kann ich halt auch nichts tun, dann ist es halt so. Jo, ja, hat man doch ganz gute Geschwindigkeit. Es sind, glaube ich, auch noch einige Kilometer, bis wir dann in Freiburg sind. Gut, wir fahren aber die ganze Strecke, ne? Das ist ja der andere Teil. Das war ja früher, ich glaube, das... Erzähle ich auch gefühlt nie der dritten Folge. Ja, mal MSTS. Gibt es da zum Beispiel, gibt es da nicht Karlsruhe-Basel? Genau, Karlsruhe-Basel ist irgendwie ProChain 12, war da nicht was? Damals noch in MSTS-Zeiten und da hast du auch irgendwie 300.000 Rollmaterial gehabt, aber war natürlich alles andere, denke ich mal, ein bisschen anderer Qualitätsstandard. Von daher, denke ich, ist es halt, ne? Ja. Hat sich das ein bisschen eingehend verändert, dass die Strecken eben so ein bisschen nicht mehr ganz so lang sind. Gut, jetzt haben wir... wir werden ein bisschen langsamer werden. Danke. Ich werde gleich bremsen. So. Das ist ja eigentlich nicht Ende LZB, das ist ja nur, dass wir jetzt da langsam mal... Oh ja. Wenn wir auf 100 runter wollten, müssen wir irgendwann tatsächlich anfangen zu bremsen. Das ist durchaus korrekt. So, wann dürfen wir denn jetzt theoretisch, ne? So ungefähr. So, ja, sie von nebenher noch beachten. Oh, das wird wieder stressig. Ich habe schon wieder Angst, dass wir irgendwas... Das ist ich irgendwas versemmelt. Ihr versemmelt ja nichts. Ich bin ja der... Ihr seid mir schutzlos ausgeliefert. Jemanden, der ja keine Ahnung von Zügen hat. So, das sollte aber eigentlich, denke ich, einigermaßen passen mit unserer Bremskurve. Ich finde das cool, dass das hier das gedrückte Pedal angezeigt wird. Oh, guck mal, wir kommen nach draußen. Licht! Ach nee, stopp, ich bin... Gamer, YouTuber und Informatiker. Ich darf mich nicht freuen, wenn da Licht kommt. Ich muss immer im dunklen Keller sitzen. Anders geht das nicht. Wirklich nicht. Jetzt muss ich eigentlich leider traurig sein. Schade. Ah, Ende LCB-Bereich. Ja, ich drück doch schon. Reicht nicht? Okay, da muss ich mehr drücken. Das soll mich echt befreien, ne? Ja, ich befreie mich doch schon. Hat das wahrscheinlich akzeptiert. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gezwangsbremst werden. Vielleicht mal eine Fahrt ohne. Ich wäre ganz froh drum. Guck mal. Jetzt sind wir jetzt hier Ende. Ach nee, jetzt sind wir ja in der Geschwindigkeit. So, noch ein bisschen runter. So, ah, guck mal, haben wir geschafft. Jetzt sind wir wieder außerhalb des LZB-Bereiches. Da haben wir unsere 100. Genau, das heißt jetzt für uns wieder ein bisschen... Achten auf das, was da vorne an der Strecke so auf uns lauert. Die Frage ist, warum fahren wir hier 100? Hat das seinen tieferen Sinn? Ich meine, die Strecke ist hier anscheinend tatsächlich auch so ausgelegt. Hier darf man halt nicht schneller fahren. Ach, da vorne ist eine Kurve. Ja, komm. Gleisradien. Ach, Quatsch. Ist das echt die einzige Option? Ja, Tatsache. Okay. Hm. Ah, und hier wird es dann kritisch. Okay. Hier darf man dann mit 160. Okay. Achso, ich muss ja wieder mit E, ne? Genau, so. Aber
interessant, dass dieser Übergang da zwischen der Schnellfahrstrecke und den 160 hier, dass der halt über ein 100 Dings hier, oh, jetzt sind wir wieder schneller, dass das eben über so eine langsame Strecke führt. Aber ich denke mal, das wird schon so nachgebaut worden sein. Ich habe mich nur gerade nebenbei drüber gewundert. So, komm, jetzt komme ich hier aber. Wir haben ja schon mal 160 dürfen, du. Ich hoffe mal, dass uns der LZB-Bereich jetzt begleitet bis ans Ende. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter. Aber muss ja auch nicht sein. AFB weiß ich jetzt nicht genau, ob und wie wir das jetzt hier nutzen. Wir haben einen Hebel dafür, aber ich habe mich jetzt heute mal dafür entschieden. Fahren wir mal irgendwie so. So, haben wir jetzt ungefähr unsere 100. Ach, guck mal, da steht sogar... Ah ja, stimmt, das ist aber diesen moderneren Dingen da so, dass das da irgendwie in der Mitte von dem Dings steht. Naja, gut. So ist das Leben. Sie fahren. Ah, genau. Hätte ich fast vergessen, wenn du es nicht gesagt hättest. Hat er fein gemacht, gell? Sondern das auch mit 160. Ja, okay, das bleibt jetzt anscheinend eine Weile. Also Achtung, Vorsicht, Durchfahrt. Sorry. Ja, ist ein bisschen laut, ich weiß. Was sagen denn hier die Fahrgäste dazu? Haben wir den Platz genommen jetzt hier in einem random zweite Klasse-Bereich. Okay. Gut. Aber ist schön hier. Ich bin tatsächlich nur in die ECE 4 gefahren. Also in Real Life, das ergibt sich vielleicht mal irgendwann zufällig, aber so aktuell ist das nicht geplant, dass ich da aber, ne? Wenn es mal so weit kommt, dann kommt es halt mal so weit. Ah, jetzt sind wir am unteren Ende, okay. Jo, dann guckt man, dass wir uns hier so ein bisschen lang fahren. Wie weit ist es denn noch so ungefähr? Jetzt haben wir die Strecke hinter uns. Wir sind jetzt an dem Ende. Oh, ist tatsächlich nochmal gar nicht mal so unweit. Ja gut, dafür, dass wir jetzt hier den schnellen Teil hinter uns haben, kommt jetzt so ein bisschen der tuckerige Teil. So, da werden 120 irgendwann. Joa. Denke ich mal, kriegen wir auch irgendwie hin. Wirklich, ich bin einfach gerade froh, dass es ein bisschen läuft, so performancetechnisch. Ist aber, wie vielleicht der geneigte Spieler festgestellt hat, ein schnelles Spielszenario. Ja, ich habe mir jetzt nicht so wirklich die Mühe gemacht, da was rauszusuchen, was ja auf dem Rallmaterial her passt. Ich war erstmal froh, dass das hier alles läuft und dann brauche ich nicht gleich alles überfordern mit Rollmaterial des Todes. Der ganze Zug, also im Handbuch, das habe ich mir ein bisschen überschlagen, da steht eben drin, dass man den Zug eben tunlichst im Idealfall betreiben soll in der 64-Bit-Version vom Train Simulator, damit eben, weil er ein bisschen detaillierter ist und der ganze Kram, dass das alles speichermäßig da einigermaßen in Ordnung geht. So, bisher läuft das ja auch. Ich habe leider auch keinen Überblick, ob jetzt der speicherintensive Teil der Strecke noch kommt oder ob wir den schon hinter uns haben. Ich hoffe einfach mal, dass wir das irgendwie ohne Probleme überleben, meine Damen und Herren. Ja. Sie fahren nochmal. Ich finde das, cool. Ich will das dauernd machen. Muss ich ja eigentlich auch. Ist ja eigentlich im Prinzip meine Aufgabe. Ja. 120 dann. Da kommt wahrscheinlich ein bisschen was mit einer Kurve. Ach ja. Aber ist schon gemütlicher, die Strecke lang zu fahren. Das ist schon nicht schlecht. Ich würde mir jetzt gerne einen Speisewagen setzen. Nein, Quatsch. Ah, das macht man natürlich nicht. Das wäre jetzt ja... Wir könnten mal ein bisschen außenrum experimentieren. Wir haben es ja noch 5 Kilometer. Das heißt, wir könnten mal ein bisschen hier so eine... Das ist cool, wenn ich an der Seitenstraße, die da gerade weg ist, stehen würde. Und weg ist er. Ah, so sehen also 160 von außen aus. Achtung, Vorsicht. Zug durchfahrt. Gut, bei 160, das ist... Ja, das ist trotzdem eine Geschwindigkeit. Also ich finde das immer schlimm bei Güterzügen. Aber ich glaube, das ist einfach, weil die von der Aerodynamik dann auch nochmal eine andere Hausnummer sind als so ein Hochgeschwindigkeitszug. Da ist es immer ein bisschen kritischer mit dem ganzen Kram. Ach, guck mal, da sind rechts ein Tier. Das ist ja süß. Die wollen wir mal nicht aufschrecken. So, sie fahren nochmal. Haha. Diesmal habe ich vorher gesehen. So, jetzt haben wir noch 3 Kilometer. 120, ja, das ist ja. 120 ist ja machbar. Dann wollen wir das schon mal hier einmal zurücknehmen. Jetzt machst du gleich Piep wahrscheinlich. Gut, dann, wenn es noch nicht Piep macht, dann. Schade, brauche ich eigentlich noch nicht. Sind bloß 40 km/h einmal runter. Hat kriegen wir. Wie weit haben wir es denn noch so ungefähr bis Freiburg? 21 Kilometer. Wie weit sind wir schon gefahren? Keine Ahnung. Wie lang ist die Strecke insgesamt? Ich weiß es nicht. Hm.
Aber wie gesagt, das Problem ist halt, dass wir den schnellen Teil, genau, jetzt sind wir ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, dass wir den Teil mit der Hochgeschwindigkeit schon hinter uns haben, aber so sieht man es ein bisschen weit von der Landschaft, ne? Bei etwas gemütlicherer Geschwindigkeit. Ja, ich bin immer ein bisschen drunter, aber besser so als andersrum. Ganz schön gemütlich. Ah, da war, glaube ich, gerade vor das Schild, das kleine Ankündigungsschildchen. So, jetzt haben wir aber doch ein bisschen. So, 120, jetzt schauen wir mal warum. Zwangsbremse. Nein. Ja, ich habe zu wenig, sorry. Oh nee. Haben wir abgewendet gekriegt. Muss ich auch nicht mehr, muss ich nicht mehr. Haben wir abgewendet, cool. Ich war ein bisschen schnell, ich weiß. Macht man nicht. Ich hab's gelernt, Zug, ich hab's gelernt. So, 110, ja, haben wir ja auch alles, ne? Ist ja kein Ding. So, einigermaßen in der Geschwindigkeit bleiben. Hat jemand was mitbekommen, nicht? Na gut, dann ist er in Ordnung. So, machen wir nochmal hier. Schick, schick. So, haben wir noch ein schönes... Ah, guck mal, so weit hier doch, ne? Das ist doch... Okay. Haben wir es auch mal gesehen. Ah, wir dürfen wieder mal hoch. Guck mal. Ja, guckst du mal, 2 Minuten nicht hin und schon, dann müssen wir wieder langsamer werden. Okay. Ja, das ist jetzt immer so im Kurvenabstand halt ungefähr. Jo, haben wir da noch irgendwas zum Rumgucken hier? Mal ein bisschen den Führerstand angucken. Haben wir schon stehend gesehen. Soll nicht, dass wir zu schnell werden. Ja, genau. Bist auch noch da. Danke fürs Mitteilen. Ach genau, ja, das ganze Bedienfeld für die ganzen Sicherungssysteme und noch mehr Kram. So, jetzt sind wir aber schnell genug. Ja. Wunderbärchen. Hast du mir überlegt, legst du jetzt irgendein Thema bereit? Dann habe ich. Ich habe tatsächlich die Länge der Fahrt etwas unterschätzt. Gut, wir sind trotzdem wahrscheinlich unterm Strich nicht so lange unterwegs, aber sonst hätte ich mir tatsächlich so ein kleines Themachen bereitgelegt. Aber echt keine Ahnung irgendwie, ne? Jetzt haben wir halt ein bisschen uns um den Zug gekümmert, gerade am Anfang. Und ja, wie gesagt, ansonsten kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Normalerweise fällt mir meistens immer was ein, so nebenher. Also Gesprächsstoff sollte irgendwie nicht ausgehen, aber so ein bisschen sinnvoll sollte es in der Regel halt schon sein. Und er macht einfach tolle Geräusche, ne? Damit man einfach nicht mitbekommt, wie inkompetent der Typ da ist, der da sitzt. Er ist schon sehr inkompetent, das ist klar, aber dass er ne, Inkompetenz überspielen durch, boah, warum das mit solchen komischen Geräuschen wie funktionieren sollte. Keine Ahnung, hört sich an wie so ein Osterhase, gell? Ja, Ostern ist auch irgendwann mal. Aber das ist echt, wenn du, aber irgendwie, wenn du, das ist schon seit den ganzen Jahren, wo ich jetzt irgendwie nicht mehr in der Schule bin, du kriegst es voll nicht mit den Ferien. Wann ist denn XY? Hast du damals irgendwie, ich weiß noch, das war so ein richtig großes Event immer, im Kalender. Ach, guck mal, da XY sind die und die Ferien ab dann. Ja, und jetzt ist halt nicht, ist zwar auch wahrscheinlich ein paar Tage irgendwie frei, aber im Endeffekt ist es trotzdem irgendwie, man verliert so den Blick auf die Ferien so ein bisschen. Und dann wunderst du dich, stehst morgens an der Bahn. Ja, ich muss langsamer werden. Okay. Stehst morgens an der Bahn und wunderst dich, warum die nicht fährt. Ja, nur an Schultagen und so ein Kram, ne? Dass eben halt der Ferienfahrplan vorherrscht. Ja, so ist es. So, ich hoffe, das kriegen wir irgendwie dieses Mal verbremst im Vergleich zum letzten Mal. Das hat ja nicht so gut geklappt. Nee, das klappt immer. So, da war jetzt auch nochmal das Schildchen. Bisschen spät, aber wobei hier bremst er dafür ein bisschen gemütlicher. Müsste eigentlich trotzdem passen, aber von 1 Kilometer da mit dem Abstand, ja. Jetzt ging er, muss man schon ein bisschen mehr. Also passt das zumindest einigermaßen. Ja. Noch ein bisschen, ah, wobei. Ah, doch, so ein bisschen sollte man echt noch, sonst ist uns da wieder jemand böse, ne? So.
Und da sind wir. So. Guck mal, ist gar nicht mehr so weit. Haben wir noch 10 Kilometer? Dann haben wir es halt auch noch einigermaßen hinter uns gebracht, würde ich sagen. So. Der Kurve auch nochmal ganz schick. So, und weg ist er, der Zug. So, haben auch nochmal einen Bahnsteig. Achtung, Vorsicht. Jetzt ist es auch egal, aber... Ach, guck mal da, was da war halt nachgeladen. Das ist ja... sehr cool, so. Ach, das ist schon süß hier ein bisschen. Ich will nicht sagen, ländlichere Strecke, aber es ist halt durchaus ein bisschen... Was mit der Neigung? Und fängt nicht an. Schick. Okay. So, Geschwindigkeit passt noch. Das ist gut. Da vorne wird gerade. So, sehr geehrte Fahrgäste. In wenigen Minuten erreichen wir Freiburg Hauptbahnhof. Ja, sie haben Anschluss an, keine Ahnung, die Züge, die da halt fahren. Ganz einfach, so ist es. Dann sind es eigentlich noch 10 Kilometer, wenn es hier nur noch 8 sind. Ich weiß es nicht. Was machen die mit mir? Ach so, das heißt im Prinzip nur größer 10 Kilometer, aber weit sieht der ja eigentlich gar nicht, weil ja die Strecke zu Ende ist. Ja, ich habe einfach keine Ahnung. So. Dann machen wir einmal trotzdem hier hoch und dann passt das hier einigermaßen. So, bla bla, ihre Anschlüsse. Keine Ahnung, Ausstieg. Vermutlich in Fahrtrichtung rechts. Man weiß es nicht genau. So, dürfte jetzt echt nicht mehr lang dauern. Man muss ein bisschen runterrechnen. Müsstet ja gleich da sein. So, wegen 120 piept er mich jetzt an, oder wie? Die sind doch erst in... Okay, er konnte sich irgendwie nicht einigen. Ah, dankeschön. Ich wollte seine Stimme nochmal hören. Damit ich mich daran erinnere. Ja. Er ist tatsächlich irgendwie... Ist immer ein bisschen eine andere Stimme. Ist auch nicht schlecht. Mal vorher gleich gewusst, ich habe ja dazugelernt und ich versuche mir nicht einfach bei Sachen, wovon ich keine Ahnung habe, mich einfach hinzusetzen und einfach aufzunehmen, sondern ich habe mir ja vorher ein bisschen, ne, einmal rumprobiert, den Zug zumindest mal zum Fahren zu bekommen. Also zum Laufen, also zum Fahren. Dann hat er mir mehrmals mitgeteilt, Federspeicherbremse. Das ist tatsächlich hilfreich, weil du weißt, ah, okay, guck mal im Handbuch nach Federspeicherbremse, das ist wahrscheinlich das Problem. Und das war es ja dann tatsächlich ihm im Endeffekt. Von daher, vielen Dank für die verbale Unterstützung. Er hat jetzt hier im Let's Play nicht den großen Auftritt gehabt, den er wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Nicht, aber... So. 120. Oh, ist auch schon bald. Wir können den Rest eigentlich ausrollen, ne? Ja, müsste eigentlich passen. Ach, stopp, man hört doch immer wieder irgendwie Geschichten über diese Stromsparstatistiken, dass irgendwelche internen, Dinger gibt, wo jeder Zugfahrer irgendwie für jede Strecke so einen eigenen Stromrekord, und das war, glaube ich, jetzt irgendwie neulich, es war doch, glaube ich, erst neulich, als die Negativfehler in den Medien waren, weil irgendwie der Strom für die Fahrgäste abgeschaltet worden ist, nur für diese blöde Statistik, oder war das irgendwas anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, das war irgendwie sowas in der Art, dass dann der Strom für die Fahrgäste abgeschaltet wird, weil das sonst ja irgendwie in diese Rechnung mit dazu zählt, wo man sich irgendwie vergleichen möchte, wie toll, super, effizient man da irgendwie fahren kann auf der Strecke. Was ja prinzipiell mal nicht schlecht ist, versuchen Strom zu sparen beim Fahren. Also ich finde das nicht schlecht, dass man da die Fahrer so ein bisschen drauf schult. Ja. Ist ja wie beim LKW-Fahren genauso oder generell Nutzfahrzeuge. Da gibt es ja in der Regel auch öfters mal solche... Oh, wir sind schon da. Es ist ja schneller als erwartet jetzt. Ich darf noch ein bisschen bremsen. So. Es ist ja tatsächlich häufiger mal der Fall, dass man dann sowas hat. Muss ja nicht immer ganz so krass sein wie das Ribas zum Beispiel. Was ja mancherorts zum Einsatz kommt, wo man dann tatsächlich quasi gar nichts mehr machen kann. Wo man ja trudelig durch die Gegend trudeln kann, aber ja... Ich finde das dann immer schwierig, wenn das dann immer so ein bisschen ausartet, wenn dann quasi das irgendwie das Gehalt der Leute davon abhängt oder wenn es in solchen Situationen kommt, das ist, finde ich, dann irgendwie dann noch ein bisschen schwierig, unverwerflich. Deswegen, ja, generell Leute dafür zu sensibilisieren, in Ordnung, ihnen vielleicht keinen Anreiz zu schaffen, das zu machen, aber halt irgendwie nicht übertreiben mit sowas, sonst nicht gut. So,
Jetzt hoffe ich mal, dass wir da einigermaßen schön reingebremst kriegen. Aber es müsste. Ach, guck mal, wunderbar. Jetzt hat mir ja mal. Jetzt bremst du nicht so stark, Mensch. Zug. Machen wir ganz gemütlich. Guck mal, wunderbar. Und ich würde sagen, das war's für heute. Von der Folge, wir stehen hinten. Ach, wunderbar, alles. So. Türchen auf. Macht's gut. Viel fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und offen ist er. Tschüss.